Wir sind unendlich dankbar für alle Lehrer in der Kirche. Wir haben sie lieb und vertrauen ihnen von Herzen. Sie sind eines der größten Wunder des wiederhergestellten Evangeliums. Es gibt tatsächlich ein Geheimnis, wie man ein guter Lehrer im Evangelium werden kann und mit der Macht und Vollmacht Gottes unterrichtet. Ich verwende das Wort Geheimnis, denn die Grundsätze, auf denen der Erfolg eines Lehrers beruht, kann nur jemand verstehen, der ein Zeugnis von dem hat, was sich an jenem schönen, klaren Frühlingsmorgen im Jahre 1820 zugetragen hat. Als Antwort auf das einfache Gebet eines 14-jährigen Jungen öffnete sich der Himmel. Gott, der ewige Vater und sein Sohn Jesus Christus erschienen dem Propheten Joseph Smith und sprachen zu ihm. Damit begann die lang ersehnte Wiederherstellung von allem und der Grundsatz der Offenbarung wurde zu einem immerwährenden Bestandteil dieser Evangeliumszeit. Die Botschaft Josephs, die auch unsere Botschaft an die Welt ist, lässt sich in zwei Worten zusammenfassen. Gott spricht. Er sprach in alter Zeit, er sprach zu Joseph Smith und er wird auch zu Ihnen sprechen. Das unterscheidet Sie nämlich von allen anderen Lehrern auf der Welt. Deshalb können Sie nicht scheitern. Sie wurden mit dem Geist der Prophezeiung und Offenbarung berufen und durch die Vollmacht des Priestertums eingesetzt. Was bedeutet das? Erstens bedeutet dies, dass Sie im Auftrag des Herrn stehen. Sie sind als sein Beauftragter berechtigt und bevollmächtigt, ihn zu vertreten und in seinem Namen zu handeln. Als sein Beauftragter haben Sie Anspruch auf seine Hilfe. Sie müssen sich die Frage stellen, was würde der Heiland sagen, wenn er heute meine Klasse unterrichten würde, und wie würde er es sagen? Und dann müssen Sie es genauso machen. Manch einer fühlt sich angesichts dieser Verantwortung unzulänglich oder hat gar Angst. Doch der Weg ist nicht schwierig. Der Herr hat für jeden würdigen Heiligen der letzten Tage einen Weg bereitet, wie er auf die Weise des Erlösers lehren kann. Zweitens sind Sie berufen, das Evangelium Jesu Christi zu lehren. Sie dürfen nicht Ihre eigenen Ideen oder Philosophien lehren, auch nicht, wenn sie mit Schriftstellen durchsetzt sind. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden rettet. Nur durch das Evangelium können wir errettet werden. Drittens ist Ihnen geboten, die Grundsätze des Evangeliums zu lehren, und zwar so, wie sie in den Standardwerken der Kirche stehen, außerdem die Worte der neuzeitlichen Apostel und Propheten und das, was der Heilige Geist Ihnen eingibt. Wo fangen wir also an? Unsere erste und wichtigste Pflicht liegt darin, so zu leben, dass der Heilige Geist uns führen und unser Begleiter sein kann. Als Hiram Smith darum bat, im Werk der letzten Tage mitzuarbeiten, sagte der Herr zu ihm, siehe, dies ist dein Werk, meine Gebote zu halten, ja, mit all deiner Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. Das ist unser Ausgangspunkt. Der Rat, den Hiram vom Herrn bekam, ist der gleiche, den er den Heiligen in allen Zeitaltern gegeben hat. Die erste Präsidentschaft hat zu allen heutigen Lehrern gesagt, der wichtigste Teil Ihres Dienstes ist Ihre eigene tägliche geistige Vorbereitung. Dazu gehört, dass Sie beten, die Heiligen Schriften studieren und die Gebote befolgen. Wir bitten Sie, sich erneut zu weihen und das Evangelium bewusster als je zuvor zu leben. Es ist bezeichnend, dass die erste Präsidentschaft nicht gesagt hat, der wichtigste Teil ihres Dienstes bestehe darin, die Lektion gut vorzubereiten oder ein Fachmann verschiedener Lehrmethoden zu werden. Selbstverständlich müssen Sie jeden Unterricht sorgfältig vorbereiten und herausfinden, wie Sie durch Ihren Unterricht Ihren Schülern helfen können, die Entscheidungsfreiheit zu gebrauchen und ihr Herz für das Evangelium zu öffnen. An oberster und wichtigster Stelle Ihres Dienstes steht jedoch Ihre eigene geistige Vorbereitung. Die erste Präsidentschaft hat denjenigen, die diesen Rat befolgen, verheißen, der Heilige Geist wird Sie wissen lassen, was Sie tun sollen. Ihr eigenes Zeugnis wird wachsen. Ihre Bekehrung wird sich vertiefen und Sie werden die Kraft erhalten, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Könnte sich ein Lehrer eine größere Segnung wünschen?
Als nächstes hat der Herr geboten, dass wir sein Wort erlangen müssen, bevor wir es verkünden. Sie müssen Männer und Frauen mit gesundem Verständnis werden, indem sie eifrig die Schriften studieren und sie in ihrem Herzen wie einen Schatz anhäufen. Wenn sie den Herrn dann um Hilfe bitten, wird er sie mit seinem Geist und seinem Wort segnen. Sie werden die Macht Gottes haben, Menschen zu überzeugen. Paulus hat gesagt, das Evangelium müsse nicht nur mit Worten, sondern auch mit Macht verkündet werden. Das Wort des Evangeliums steht in den Schriften. Wir können es durch eifriges Suchen erlangen. Diejenigen, die so leben, dass sie den Heiligen Geist als Begleiter haben und auf dessen Eingebungen hören, haben die Macht des Evangeliums in ihrem Leben. Einige konzentrieren sich lediglich darauf, das Wort zu erlangen und hervorragend Fakten vermitteln zu können. Andere vernachlässigen die Vorbereitung und hoffen, dass der Herr in seiner Güte ihnen schon irgendwie durch die Lektion helfen wird. Sie können nicht erwarten, dass der Herr ihnen Schriftstellen und Grundsätze eingibt, mit denen sie sich nie befasst und über die sie nicht nachgedacht haben. Damit sie ein guter Lehrer des Evangeliums sein können, müssen sie sowohl das Wort als auch die Macht des Evangeliums in ihrem Leben haben. Diese Grundsätze hatte Alma wohl verstanden, als er über die Söhne Mosias schrieb, wie sie mit der Macht und Vollmacht Gottes lehrten. Er hat gesagt, sie waren Männer mit gesundem Verständnis und sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Aber das ist nicht alles. Sie hatten sich vielem Beten und Fasten hingegeben, darum hatten sie den Geist der Offenbarung. Als nächstes müssen sie lernen, zuzuhören. Elder Jeffrey R. Holland hat Missionaren diesen Grundsatz erklärt. Ich werde Elder Holland zitieren, bin aber so frei, die Worte Missionare und Freunde der Kirche durch die Worte Lehrer und Schüler auszutauschen. Beinahe genauso wichtig wie die Pflicht eines Lehrers, auf den Geist zu hören, ist seine Pflicht, auf den Schüler zu hören. Wenn wir mit geistigen Ohren zuhören, werden die Schüler uns mitteilen, welche Lektion sie gerade brauchen. Weiter sagte Elder Holland, Tatsache ist, dass viele Lehrer immer noch zu sehr darauf ausgerichtet sind, einen angenehmen und eintönigen Unterricht zu geben, anstatt sich auf den einzelnen Schüler zu konzentrieren. Wenn Sie sich selbst und Ihren Unterricht nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet haben, müssen Sie bereit sein, loszulassen. Wenn Sie dann die leisen Einflüsterungen des Heiligen Geistes vernehmen, müssen Sie sich trauen, Ihren Unterrichtsplan und Ihre Notizen beiseite zu legen und der Richtung zu folgen, die der Geist Ihnen vorgibt. Dann ist der Unterricht, den Sie durchführen, nämlich nicht mehr Ihr Unterricht, sondern der des Heilands. Wenn Sie sich verpflichten, das Evangelium noch besser zu leben als bislang, in den Schriften forschen und sie im Herzen wie einen Schatz anhäufen, wird derselbe Heilige Geist, der diese Worte den Aposteln und Propheten in alter Zeit offenbart hat, Ihnen bezeugen, dass sie wahr sind. Kurz gesagt, der Heilige Geist wird sie Ihnen von Neuem offenbaren. Wenn dies geschieht, sind die Worte, die Sie lesen, nicht mehr die von Nephi oder Paulus oder Alma, sondern werden zu Ihren Worten. Der Heilige Geist kann Sie beim Unterricht dann alles lehren und Sie an alles erinnern. Wahrhaftig wird Ihnen zur selben Stunde, ja im selben Augenblick eingegeben, was Sie sagen sollen. In einem solchen Augenblick werden Sie feststellen, dass Sie etwas sagen, was Sie gar nicht vorgehabt hatten. Wenn Sie dann darauf achten, was Sie sagen, werden Sie etwas aus Ihren eigenen Worten lernen. Präsident Marion G. Romney hat gesagt, ich weiß immer genau, wann ich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes spreche, denn dann lerne ich auch selbst etwas aus dem, was ich sage. Letzten Endes müssen Sie ein eigenständiger Zeuge dessen sein, was Sie lehren, und nicht nur ein Echo dessen, was in einem Handbuch steht oder ein anderer gesagt hat. Wenn Sie sich an den Worten Christi weiden und bestrebt sind, noch mehr nach dem Evangelium zu leben als je zuvor,
wird der Heilige Geist ihnen kundtun, dass das, was sie lehren, wahr ist. Dies ist der Geist der Offenbarung. Und eben dieser Geist wird ihre Botschaft ins Herz derer tragen, die den Wunsch haben und bereit sind, sie zu empfangen. Kehren wir am Ende dahin zurück, wo wir angefangen haben, zum Heiligen Hain. Aufgrund dessen, was sich dort vor gar nicht allzu langer Zeit an einem herrlichen Frühlingsmorgen zugetragen hat, sind sie befugt, mit der Macht und Vollmacht Gottes zu unterrichten. Davon gebe ich feierlich und eigenständig Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.